Hi Leute, ich grüße euch wieder zur VR-Lounge mit mir, dem Predator Social Media Buddy. Und heute mal ein Thema, und zwar zum Thema VR-Porno. Ihr habt richtig gehört. Ich werde halt immer wieder darauf angesprochen, gerade auf der Arbeit. Ja, wie ist denn das so mit VR-Pornos? Und da habe ich mir gedacht, Leute, ich mache ein Video darüber und erzähle euch was darüber, wie das am besten funktioniert. Und zwar Punkt 1, welche Seite nutzt man dafür? Ne? Sowohl PlayStation VR, Oculus Quest, Oculus Go oder auch eine PC VR Brille können in den Browser natürlich nutzen. Und da empfehle ich natürlich folgende Seite. Und zwar heißt die, Moment, ich wechsle jetzt. So, die Seite heißt sexlikereal.com. Die würde ich euch dafür empfehlen. Zwar habe ich mir dann auch wiederum Gedanken gemacht. Hoffentlich bleibt mein Avatar jetzt diesmal erhalten. Ich habe mir da auch drüber Gedanken gemacht, okay, das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man so ein Filmchen in der virtuellen Realität erleben möchte. Gewisse Tipps möchte ich euch an die Hand geben. Und zwar einmal natürlich, nimmt 180-Grad-Videos, keine 360-Grad-Videos. Die kommen von der Auflösung weitaus besser und ihr könnt euch auf das Wesentliche fokussieren. Und natürlich, was ich empfehlen möchte, sind natürlich interessante Gadgets. Und zwar habe ich das selber natürlich ausprobiert für euch und habe mir ein Gadget vorgenommen, was preislich günstiger ist als viele andere, aber dennoch für eine hohe Immersion sorgt. Und das ist das Kondom, Leute. Und so habe ich zwei verschiedene ausprobiert, wobei ich das erste, das günstigste, erstmal natürlich nicht zuraten kann. Und zwar, Moment, Fillissimo Classic Kondom. Und zwar habe ich die gekauft beim bekannten Discounter. Die waren auch sehr billig, so um die 3 Euro, das 12er-Pack. So, und ich muss sagen, durchgefallen. Durchgefallen, also wir sind mindestens bei einer Packung, das sind 12er-Packung, 3 bis 4 von den Dingern kaputt gegangen, was dann auch nicht sehr hygienisch war, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erwähnen. Und deswegen kann ich diese billigen nicht empfehlen. Ich empfehle daher den Klassiker, womit ich jetzt auch in der Testphase keine Probleme mit hatte. Bleibt immer hier. So, die Billy Boys würde ich euch empfehlen. Die haben gehalten. Und kann ich wirklich empfehlen. Dann zu dem Programm. Moment. Jetzt habe ich wieder eine falsche Taste gedrückt. Jetzt macht er wieder ein Foto. Und zwar zum Programm. Sex Like Real. Das zeigt euch immer, ich sag mal, so ein 2 Minuten Vorschauvideo. Von verschiedenen Anbietern von VR-Filmchen. Aber ihr könnt da einen Loop setzen. Das heißt, wenn ihr da eine schöne Szene habt, die man sich wunderbar in Schleife anschauen kann, dann könnt ihr im Player selber angeben, Loop von Stelle A bis Stelle B. Und dann wird das die ganze Zeit gecycelt. Ne? Man kann natürlich, wer möchte, sich da so ein tolles Filmchen erwerben. Muss man aber nicht. Deswegen finde ich diese Seite auch am empfehlenswertesten. Sex like Real.com, weil man, wie gesagt, diese Vorschau-Videos loopen kann. Ja, und das war's jetzt von mir für euch zum Thema VR-Porno. Ich habe jetzt dazu ein Video, kann da jeden drauf hinweisen und hoffe, ich muss darüber in Zukunft weniger Gespräche führen. So, in dem Sinne, ich wünsche euch was, habt Spaß in der virtuellen Realität. Ciao!